Bei uns gibt es viele unterschiedliche Jobs und Berufe. Wir verraten dir, was du können solltest, womit du rechnen musst und warum es bei uns nie langweilig wird. Mein Name ist Vanessa. Ich bin die Lydia. Hallo, mein Name ist Anja. Meine Hauptaufgaben als Assistentin liegen einfach darin, dass ich meine Pädagogin in der Gruppe so gut wie möglich unterstütze in allen Bereichen, sei es jetzt nicht nur in hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, sondern auch in der Pädagogik, Portfoliomappen, Kindbeobachtung, ja, und ganz vieles mehr. Also meine Kollegin und ich sind eigentlich grundsätzlich arbeiten wir Hand in Hand. Ich helfe sehr gern mit bei Portfolioarbeiten, bei Bastelarbeiten. Ich richte voll gern mit den Kindern die Jause her, Mittagstisch decken oder selber in Tisch decken bei der Jause. Ich bin gruppenführende Pädagogin in einer Integrationsgruppe mit jetzt 3 Integrationskindern und für diese Kinder einen schönen Nachmittag bereiten, 5 Tage in der Woche, wo sie sich aufgehoben fühlen, wo sie glücklich sind, wo sie gesehen werden. Das ist mein Job und den mache ich richtig gerne. Das Spannendste ist eigentlich für mich, dass in der Arbeit mit Kindern kein Tag ist wie der andere. Wenn sie zu uns kommen, sind sie nur so einigermaßen Babys und nachher sind sie einfach schon ja, viel selbstständiger und lernen schon so viel bei uns. Das Allerspannendste an meinem Job ist, dass einfach kein Tag wie der andere ist. Weil der Alltag eigentlich nie gleich ist, weil sie immer was tut und man voll kreativ sein kann. Und das ist einfach super, wenn man ein kreativer Mensch ist, dann kann man sich dort voll ausleben. Wir haben einfach das Privileg, in der Elementarpädagogik die Kinder und Jugendlichen zu begleiten und einen Meilenstein zu bilden. Wo gibt es einen Job, wo man so viel bewegen kann? Das ist der Grund, warum ich eigentlich alle einladen möchte, diesen Job zu tun. Wo kannst du von dir sagen, du berührst die Welt und veränderst sie? Ich kenne keinen anderen Job, wo man das sagen kann. Man kann mit vieles konfrontiert werden, eben auch mit einem gewissen Lärmpegel. Wir beschäftigen aber dann die Kinder in Form vom Morgenkreis mit Kreisspielen oder wir setzen uns mit den Kindern hin, bauen einmal ein Putzle. Rechnen muss man mit dem, dass ab und zu vielleicht einmal unangenehme Elterngespräche gibt oder auch, wenn der Kinder voll ans Herz wachsen, dann der Trennungsschmerz, wenn sie in den Kindergarten wechseln. Und natürlich gibt es nicht nur Sonnenstunden in diesem Beruf. Natürlich gibt es auch schwierige Zeiten, wo man persönlich extrem herausgefordert wird. Denn das ist ein Beruf, wo ich nicht ohne mich hineingehen kann. Wo es nicht egal ist, wer ich bin und wie ich heute drauf bin. Und dann gibt es natürlich Zeiten, zum Beispiel wo es mir auch nicht gut geht, wo ich gerade krank war und noch nicht fit bin. Jetzt nach Corona haben das vielleicht viele erlebt. Und dann fordern die Kinder trotzdem den ganzen Tag von dir und sehen den Unterschied nicht, dass ich heute vielleicht nicht so geben kann. Aber zugleich erlebe ich auch, dass die Kinder dann Rücksicht nehmen auf Situationen, wenn ich ehrlich bin und offen und mit den Kindern das auch kommuniziere, wie es mir geht. Dann nehmen sie auch Rücksicht drauf, aber umgekehrt natürlich muss ich auch mit den Gefühlen der Kinder zurechtkommen. Die haben auch eine Vorgeschichte, die haben einen Tag schon erlebt vor mir, einen halben Tag bevor sie zu mir kommen und da ist vieles passiert und sie kommen mit Freude, aber auch mit Aggression. Sie kommen mit Wut und mit Zorn und mit Frustration und mit Enttäuschungen und es ist nicht immer leicht, das zu ertragen, das stimmt, aber es ist immer wunderschön, wenn man dann merkt, dass man Veränderung für das Kind auch am Nachmittag noch schaffen kann und der Tag nicht so weitergehen muss, wie er begonnen hat. Einfach bewerben und dann wird man merken, es wird Spaß machen, weil Kinder an so viel zurückgeben können, womit manche gar nicht rechnen. Und Kinder sollte man halt mögen, das war. Was die Ausbildung betrifft, muss ich sagen, ich bin auch keinen geraden Weg gegangen, aber das bin einfach ich. Und deswegen gibt es auch für jeden anderen die Möglichkeit,
vielleicht auch einmal quer einzusteigen. Und jetzt arbeite ich im Rahmen der Kinderfreunde, bin in einem, habe einen Rahmen vorgegeben, in dem ich mich entwickeln kann und in dem ich mich entfalten kann. Und das ist voll cool, weil das entlastet irrsinnig viel und gibt viele Ideen, die nicht alle aus mir kommen müssen. Und deswegen ist es so toll, mit Kindern zu arbeiten, weil das Kreise zieht. Wenn ich die Welt des Kindes ein Stück weit berühren kann und verändern kann, dann verändere ich die ganze Welt dieses Kindes. Und das zieht seine Kreise. Das Kind wird erwachsen, wird irgendwann einmal vielleicht auch Familie haben, wird in Beruf stehen und wird dort anders sein, weil wir einen Teil des Weges gemeinsam gegangen sind. Kindern einen Halt geben, damit sie sich entfalten können und Vorbild sein, ist einfach spitze. Bewirb dich gleich. Wir freuen uns auf dich.